Liebe Freunde, herzlich willkommen bei unserer Neuer Gruppenstunde. Mein Thema ist heute, es liegt an jedem selbst. Wir dürfen Hilfe kriegen von Bruno Gröning, von Christus, von Gott Vater. Aber wir dürfen es selbst wollen. Und da hat der Bruno Gröning gesagt, wenn Sie nur glauben, dass Sie das Heil erfahren, dann ist Ihnen schon geholfen. Glauben Sie nur. Also, es liegt an unserem Glauben, was wir aufnehmen, was wir abgeben, was wir nicht zulassen und was wir zulassen. Es liegt an jedem selbst. Ja, und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen reden. Und als erstes machen wir bei unserem Körper den Tempel Gottes frei von allem Bösen. Lasst mir das Böse nicht mehr rein. Gehen wir es immer gleich ab, sammelt man nicht. Sondern lasst mir es los. Wir brauchen es doch nicht, wir wollen es ja auch gar nicht. Ja, ich spüre jetzt deine Musik und ihr gebt alles ab, was nicht wollt, was nicht zu euch gehört, was vom Unguten ist. Danke.
Ja, liebe Freunde, es liegt an jedem selbst. Bruno Gröning hat gesagt, was der Mensch sät, wird er ernten. Nun, wenn Sie eine böse Saat gesät, Sie haben Böses in sich aufgenommen. Das, was Sie in sich aufgenommen haben, geben Sie weiter. Kommt es auf Sie wieder zurück? Wer diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, naja, der ist nahe dran. Ja, liebe Freunde, wir haben unser Leben selbst in der Hand. Also was wir denken, was wir sprechen und tun, so wird auch unser Leben sein. Also wir sind ja die Meister unseres Lebens. Und wir haben den freien Willen. Wir können frei entscheiden, ob wir das Gute wollen oder ob wir das Böse wollen. Und wir dürfen nicht andere Menschen die Schuld geben, wenn wir die Unordnung in unserem Körper haben, dass wir sagen, ja, der ist schuld, hätte der das und das nicht gemacht oder gesagt, dann war ich nicht krank. Na, na. Wir haben das selber aufgenommen, nicht der andere. Der andere mag das vielleicht schon gesagt haben, aber wir hätten es zurückweisen können. Wir hätten es nicht aufnehmen brauchen. Und wenn es dann heißt, ja, der hat das gesagt und jetzt geht's mir schlecht. Ja, warum? Weil wir das Schlechte aufgenommen haben. Das darf man dann sofort wieder abgeben. Ich will mit dem Bösen nichts mehr zu tun haben. Ich bitte um das Gute. Und genauso ist, wenn ein Mensch zum Beispiel immer Angst hat. Und die Angst, die nimmt dann Formen an. Und dann sagt man, ich zittere schon vor dem nächsten Tag. Und der Bruno Gröning hat immer gesagt, die Angst ist das Böse. Also lasst man's los. Warum haben wir denn Angst? Warum befürchten wir immer das Schlimmste? Wir Menschen, wir trauen uns einfach nichts zu. Manche fühlen sich immer so ausgeliefert oder man muss immer das tun, dass an die anderen akzeptieren und das sagen, ja, mei, das ist gut, was der tut und wir müssen nicht perfekt sein, wir sind alle nicht perfekt. Wir sind, wie wir sind, wie wir von Gott erschaffen haben. Und wir entscheiden selbst, wie es uns geht. Wir dürfen unser Leben in Harmonie gestalten und in Verbindung zum lieben Gott. Gott ist uns so nahe. Christus wohnt in uns selbst. Die göttliche Schwingung ist in uns. Wir dürfen in voller Dankbarkeit leben und wir dürfen auf Gott hören. Freunde, wir wissen das doch. Wir wissen das doch von der Lehre Bruno Grönings. Umso mehr wir Gott verbunden sind, Christus folgen, umso besser geht's uns. Dankbar sei für dieses Erdenleben. Und nicht sagen, ja, was ist denn das für ein Leben? Wozu ist denn das gut? Und dann geben wir wieder anderen Menschen die Schuld. Ja, vielleicht die Eltern oder die Lehrer. Weil die haben das ja früher so und so gemacht. Ich kann ja gar nichts dafür. Anstatt, dass wir bei uns selber anfangen. Wir sind diejenigen, die das Ungute aufnehmen. Und zum Beispiel Worte wie, ich habe es gleich gewusst, dass es schief geht. Oder, ich konnte es nicht, ich traue mir das nicht zu. Ja, wenn wir diese Worte oder Gedanken haben, dann wird es auch so sein. Dann wird es auch nicht klappen.
Gehen wir aber voller Mut an eine Sache ran, voller Vertrauen, dann schaffen wir das auch. Und jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Und jetzt hören wir eine kleine Zwischenmusik. Ich habe jetzt da noch ein paar Worte von Bruno Gröning. Wer durch die Schrottmühle gehen will, wer die Not, das Elend noch nicht kennt, der müsste es erst kennenlernen. Aber ich glaube, sie haben einen Teil von diesem gekostet und ich glaube auch sagen zu können, sie wollen mit diesem Übel nichts gemein haben. Aber nun stehen sie auch dazu. Wer heute noch nicht genug gelernt hat, da das Übel noch nicht so viel Schrecken über ihn gebracht, der beuge sich dem, der füge sich dem Übel und der ziehe eine weitere Lehre und gehe dem nach, um erst noch mehr zu lernen, bis er mehr von dem Übel erfasst ist, bis er angelangt ist, wo viele es auch waren. Ja, es geht oft bei uns zu der Hi-Freunde. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen was und dann stellen wir uns wieder ein, dann ist das wieder gut und dann kriegen wir es wieder. Und so geht es immer dahin. Und das ist das, was der Bruno da sagt. Man muss vielleicht noch mehr vom Übel erfasst werden, dass man dann wirklich den Weg immer zu Gott geht. Dann hat der Bruno gesagt, wer standfest ist, wer den wahren göttlichen Glauben in sich festhalten kann, siegt. Deswegen, Freunde, klammer an den lieben Gott. Folgen wir Jesus Christus und vertrauen wir Bruno Gröning. Und jetzt dürfen wir uns bittend einstellen. Die Rückenlehne hat Pause. Denkt an eure Sitzhaltung. Und wir bleiben dann auch wieder ein bisschen in der Stille. Der Bruno hat gesagt, beobachten Sie Ihren Körper. Schenken Sie ihm Aufmerksamkeit. Das ist der größte Gottesdienst. Danke. Thank you.
Liebe Freunde, bräuchten wir uns diese gute Kraft, die wir jetzt aufgenommen haben. Und der Bruno hat gesagt, wenn Sie schwach werden im Glauben, will ich auch das noch für Sie tun und für Sie glauben. Nehmen wir doch an Bruno das ab und glauben wir selber. Er tut es so früh für uns. Glauben wir an den lieben Gott, folgen wir Christus und vertrauen wir Bruno Gröning. Ich wünsche euch alles Liebe, Gottes Segen, viel Liebe und Licht. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!